ist das nicht. Doch. Oh Gott. Du kennst schon die 8-Sekunden-Regel, oder? Und das Ding, das ist ja eine 3 Minuten am Boden gelegen. Dodo, da bläst aber heute eine steife Brise, ein richtiger Sturm. Das passt gut zu unserem Auto hier. Ja, weil es das windschlüpfrigste Serienauto ist. Absolut richtig. 0,2 CW-Wert und wir sprechen hier von Mercedes EQS. Ja, und genug Leistung hat er auch, um sich gegen den Wind zu stemmen. Wir haben hier 245 kW oder in der alten Währung 333 PS. Vielleicht auch ganz kurz was zum Design, während wir hier noch hier draußen stehen. Vorne dieser Black Panel Grill mit ganz kleinen Mercedes-Sternchen. Die sind aber, glaube ich, aufpreispflichtig. Die sind aufpreispflichtig, so wie vieles andere in diesem Auto hier. Insgesamt optisch eine etwas gewöhnungsbedürftige Erscheinung mit diesem Cab-Forward-Design. Das heißt, die Fahrerkabine ist sehr weit vorn positioniert, dafür ist die Motorhaube recht kurz. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob es uns gefällt. Es ist halt sehr der Windschlüpfigkeit geschuldet, das Design. Ich finde es gewöhnungsbedürftig und der Dodo zittert schon. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Ja, heute unterwegs mit dem Mercedes EQS, eine Art elektrischer S-Klasse, wobei es ja nicht mal auf der gleichen Plattform basiert. Ja, richtig, Dodo. Wir sitzen da auf einer neuen Plattform für Luxus- und Oberklassenmodelle von Mercedes. Ja, und das ist das erste Modell auf dieser Plattform. Ja, und längenmäßig nimmt sich's auch nicht so viel mit der S-Klasse. 5216 mm lang. Ja, und damit sitzt genau zwischen der normalen S-Klasse und zwischen der Langversion von der S-Klasse und auch was den Radstand anbelangt. Radstand sind 3210 mm, also boah, eigentlich ein mordslanger Radstand. Und damit ist er länger als der von der normalen S-Klasse. Völlig richtig, auch hier sitzt genau zwischen normaler S-Klasse und der Langversion der S-Klasse. Und was er sich noch teilt mit der S-Klasse, weil er eben so ein Riesenschiff ist. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Na, die Hinterachslenkung. Ach, die Hinterachslenkung. Ja, ja, ganz richtig. Standardmäßig ist die immer dabei und lenkt mit bis zu 4,5 Grad mit oder gegen. Aber da geht noch was. Ja, da geht noch was. Man kann es optional auf 10 Grad upgraden. Und das hilft ja auch dem Wendekreis. Der ist nämlich für ein so riesiges Schlachtschiff eigentlich unheimlich niedrig. Das sind 10,9 Meter Wendekreis, wenn man die Option nimmt, dass das Hinterrad mehr einschlagen kann. Oder es sind 11,9, wenn man sich das nicht gönnt. Spannend ist diese Hinterachslenkung allerdings schon, und zwar beim Einparken, weil dadurch kriegt das Heck eine eigene Dynamik. Ah, tatsächlich. Das ist ein bisschen wie wenn man mit einem Hubstapler einparken täte. Ne? Und Hinterachslenkung, das erinnert mich auch so ein bisschen an den Porsche Taycan. Der verfügt ja optional auch über eine Hinterachslenkung. Und das macht das Auto unheimlich agil. Hast du das Gefühl, dass das hier auch so ist? Naja, agil theoretisch schon natürlich. Allerdings entwickelt das Heck auch beim schnelleren Fahren eine Eigendynamik durch diese Hinterachslenkung. Also das fährt sehr zackig um die Ecke. Natürlich sind auch die Kurvengeschwindigkeiten dann andere, aber es ist so, Hinterachslenkung ist ein bisschen was, woran man sich gewöhnen muss. Das, wie beim Megane S. Das fühlt sich dann so ein bisschen nach einem Übersteuern an, teilweise in der Kurve. Genau, genau. Vor allem unser Freund hier, wir haben ja die Arme-Leute-Version vom EQS. Die Arme-Leute-Version, ist gut gesagt, denn dieses Auto hier kostet ja in der Einstiegsvariante ohne Optionen 115.000 Euro. Aber wir hier haben noch eine ganze Menge draufgelegt, dazu später noch mehr. Oh, ja, oh. Bist du deppert. Na, da hätten wir uns doch gewünscht, dass wir die Allrad-Variante genommen haben. Wow. Leicht überrascht vom Schneefall hier. Oh Gott, das ist nicht geräumt. Nein. Zurück zum Thema, lieber Burgi. Was war das Thema? Der Gesamtpreis unseres Testwagens hier ist 156.000 Euro. Na, bumsti. Und dafür kriegt man nur den Einstiegs-EQS mit gerade mal 245 kW, richtig? Ja, genau, das sind 333 PS und die wirken nur auf die Hinterachse. Also wir haben nur einen Motor an Bord, weil
Es gibt eben noch die stärkere Variante, den 580 Plus 4-Matic. 523 PS? Völlig richtig, ja. 523 PS auf zwei Motoren verteilt. Das macht schon ordentlich was aus und das ist noch nicht einmal das Ende der Fahnenstange. Da kommt ja noch mehr, Dodo. Ja, da kommt eine AMG-Version und die soll dann nicht ganz zufälligerweise genau die gleiche Leistung wie der Porsche Taycan Turbo S haben. 761 PS. Wir haben auch hier ein Luftfahrwerk. Also nicht nur die mitlenkende Hinterachse, sondern auch ein Luftfahrwerk. Mich erinnert das Ganze auch, was das Fahrwerk betrifft, schon ein bisschen an die S-Klasse, muss ich sagen. Extrem komfortabel und auch wie ich zum ersten Mal eingestiegen bin, was mir gleich aufgefallen ist, diese wahnsinnig plüschige Kopfstütze. Das hat sowas total S-Klasse-mäßiges. Ja, es ist auch hinten sehr S-Klasse, muss man sagen. Es ist schon viel Beinfreiheit. Wenn man hinten sitzt, muss man aber die Knie ein bisschen mehr anwinkeln. Und das ist natürlich den Batterien im Boden geschuldet. Und die sind riesig, Dodo. Ja, das sind so ziemlich die größten Batterien, die aktuell in einem Elektroauto verbaut werden. 108 Kilowattstunden? 108 Kilowattstunden. Sie haben deutlich mehr Dichte als die vom EQC. 26% mehr Energiedichte. Aber noch ein paar Worte vielleicht zum Sitzkomfort hinten. Ja, kann sein, dass ich die Beinchen ein bisschen mehr anwinkeln muss. Aber üppig ist der Knieraum schon. Also ich habe mich vorhin hinten hingesetzt, da hat man schon mehr als üppig Platz. Was mir aufgefallen ist, über dem Scheitel bleibt recht wenig Platz. Ja, vor allem wenn man hinten einsteigt, muss man deutlich den Kopf einziehen. Und ohne das Panoramaglasdach wäre mir da hinten schon fast der Kopfraum ausgegangen. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen die Motorisierungen angeschnitten. Vielleicht haken wir es noch schnell zu Ende ab. Drehmoment üppig, 568 Newtonmeter Drehmoment in der Basis. Und in der stärkeren Version haben wir 855 Newtonmeter Drehmoment. Völlig verrückt, völlig verrückt. Auch der 0 auf 100 Sprint unterscheidet sich maßgeblich zwischen der Allrad- und der Hinterrad-Version. Ja, wir hier haben 6,2 Sekunden von 0 auf 100. Das schafft auch ein VW ID.4 GTX. Das stimmt. Der aber auch nicht so viel weniger Leistung hat, wohlgemerkt. Weil mit 333 PS befindet er sich hier im Umfeld der heißen Versionen der kompakten Elektriker von Volkswagen. Richtig, heißer wird es erst im Mercedes EQS 580 4-Matic. Ja, der schießt in 4,3 Sekunden von 0 auf 100. Ja, richtig. Bei der Endgeschwindigkeit unterscheiden sie sich allerdings gar nicht, richtig? Genau, 0 nämlich, und zwar 210 km/h. Da wird für beide dann abgeregelt. Man will ja nicht zu viel Strom verbrauchen. Und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Wie weit kommen wir denn hier mit diesen 108 Kilowattstunden? Auch das ist ein ziemlicher Rekordwert, nicht nur die Größe des Akkus, auch die Reichweite. 780 Kilometer laut WLTP schafft unser EQS. Im Vertrauen kann ich dir sagen, ich habe ein bisschen über 500 Kilometer Reichweite geschafft in den letzten Tagen. Aber ich bin auch ein bisschen schlimmer gefahren. Damit. Also über 500 Kilometer Reichweite, selbst wenn man sich jetzt nicht zügelt, ist eigentlich schon noch immer ein sehr guter Wert. Und diese extrem hohe Reichweite liegt auch in einem extrem niedrigen CW-Wert. 0,2 ist der CW-Wert, also das ist der Rekord für ein Serienauto. Zum Vergleich, Dodo, Tesla Model S hat einen CW-Wert von 0,208 und der Porsche Taycan hat 0,22. Mhm. Übrigens, die S-Klasse hat auch 0,22. Sind alles sehr gute CW-Werte, auch verglichen mit der anderen deutschen Konkurrenz. Gerade bei den Elektro-SUVs ist man dann eher so bei 0,28. Da merkt man schon, dass die traditionelle Limousinenform halt auch noch Vorteile hat. Aber ist es ein schönes Auto? Nächste Frage. Also insgesamt finde ich es proportional nicht hundertprozentig gelungen, aber es gibt Blinkwinkel, aus denen es dann wieder richtig gut aussieht. Ja, das kann man so sagen. Also von vorne und von hinten sieht das Auto schon sehr gut aus. An dieses Fließheck muss ich mich ehrlich gesagt gewöhnen. Ja. Das hat allerdings auch einen Vorteil, was mir die Katze gelassen sagt. Es hat einen riesen Kofferraum und der ist sehr praktisch. 610 Liter. 610 Liter, ja, ist wirklich gigantisch. Ich war vorhin ernsthaft überrascht, wie wir ihn aufgemacht haben. Der ist richtig, richtig groß. Ist auch erweiterbar auf 1770 Liter, also Platz ist mehr als ausreichend, aber kein Wunder, wie gesagt, das Auto ist über 5,2 Meter lang. Genau, und diese riesen Heckklappe, das hat auch seinen Vorteil, wenn man was einladen will. Ja. Und wenn das nicht genug ist, kann man auch immer 750 Kilogramm Anhänger mitschleppen. Was man allerdings nicht kann, ist vorne was reinladen. Vorne ist alles geschlossen, da kann man nicht mal die Motorhaube öffnen. Und Mercedes hat natürlich auch mitgedacht, man muss nicht das Ganze aufschrauben oder in die Werkstatt fahren, um Wischwasser nachzufüllen. Sondern da gibt es links vorne am Kotblech einen kleinen Deckel. So, und jetzt fahren wir noch ein paar schöne Kurven, bevor ich dann das Steuer übernehme.
Ja, das sind wirklich schöne Kurven. Der bügelt halt wirklich alles wunderbar glatt, dieser Wagen. In welchem Modus bist du jetzt? Ich bin jetzt im Komfortmodus. Es gibt ja auch Eco und Sport. Na, mach mal Sport, mein Freund. Es gibt natürlich auch verschiedene Rekuperationsmöglichkeiten. Es gibt intelligente Rekuperation, wenn man hier länger auf dem Hebelchen zieht, das hinterm Lenkrad ist. Ja. Es gibt auch verstärkte Rekuperation. Rekuperation ist vielleicht auch noch gleich ein Thema. Er rekuperiert sehr stark. Bis zu 186 Kilowatt Rekuperationsleistung? Ja, unser Freund hier. Wenn man sich den Allradler nimmt, hat er sogar bis zu 290 Kilowatt. Auch noch interessant, beim intelligenten Rekuperationsmodus berechnet er auch solche Dinge wie Topografie oder zum Beispiel Abstand zum Vordermann mit einem Ideal zu bremsen. Allerdings, ich persönlich muss sagen, dieser intelligente Rekuperationsmodus ist gewöhnungsbedürftig. Ich mag ihn nicht so sehr. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so intelligent, was die Verzögerung anbelangt. Man muss dann doch ab und zu in die Eisen steigen. Es ist nicht so schlau, zum Beispiel wie beim VW ID.4. Ja? Was mich so immer ein bisschen verunsichert ist bei so intelligenten Modus, dass das Auto halt nicht immer hundertprozentig gleich reagiert. Magst du mal fahren, Toto? Ich würde sehr, sehr gerne fahren, lieber Burgi. Was wirklich cool ist, Toto, du kannst da zum Beispiel virtuell das Auto einblenden. Oh, wow, dann wir fahren wir ja los. Ist das nice, ha? Ist das cool. Aber vielleicht reden wir jetzt mal über den Elefanten im Innenraum, kann man das so sagen? Ich rede natürlich vom Hyperscreen. Das ist ja so ein bisschen das Aushängeschild dieses Autos, obwohl er ja optional ist. Ja, richtig. Serienmäßig in dieser schwächeren Variante, die wir hier fahren, ist ein 12,3 Zoll Tacho-Display und ein 12,8 Zoll Display. Das sieht dann auch anders aus. Das sieht dann aus wie in der normalen S-Klasse. Wir haben in die Vollen gegriffen. Und haben hier auch ein 12,3 Zoll Display. Und das ist auch 12,8, richtig? Das hier ist auch 12,8, ja. Aber ergänzt um dieses riesige Display in der Mitte. Ja, genau. Das ist 17,7 Zoll groß. Und das Ganze nennt sich Hyperscreen. Das ist 141 Zentimeter breit. Und ist eben alles bündig in eine Glasplatte eingelassen. Mercedes sagt, um den Anschein eines einzelnen großen Screens zu erwecken, stimmt das natürlich nicht hundertprozentig. Da sind schon ziemliche Abstände zwischen den Panels. Ja, und das Wort Glasplatte klingt fast ein bisschen nach Untertreibung, ehrlich gesagt, oder? Weil es ist Aluminiumsilikat. Es ist besonders kratzfest. Und es lässt sich besonders dünn auftragen und ist trotzdem sehr berufssicher. Ich persönlich bin überhaupt ein Fan dieses Mercedes M-Book-Systems. Das funktioniert in anderen Modellen auch schon sehr gut. Was sagst du zur Übersichtlichkeit? Du bist es ja jetzt doch ein bisschen länger gefahren. Es ist schon sehr gut. Manche Funktionen sind dann doch noch versteckt, muss man sagen. Zum Beispiel die Lenkradheizung. Ja, wo ist die eigentlich? Ja, die aktiviert sich automatisch, wenn man die Sitzheizung einschaltet. Ah. Und wenn man sie nicht findet, kann man noch immer sagen, hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Schalte die Lenkradheizung aus. Gerne, ich schalte die Lenkradheizung aus. Hey Mercedes versteht übrigens 27 Sprachen mittlerweile. So, aber ich bin jetzt viel mehr daran interessiert, wie sich dieses Auto verhält, wenn ich mal ordentlich aufs Gas stecke. Beschleunigung ist, würde ich sagen, standesgemäß. Interessant ist der Klang, den es dabei verbreitet, oder? Ja, richtig. Das klingt irgendwie nach Staubsauger mit irgendwie UFO gekreuzt. Ja, ein kleiner Zwischenstopp. Unsere Kameras sind ausgefallen. Weißt du, was meine Jungs immer eingestellt haben gerne? Energizing Komfort. Was hält man gern, Dodo? Vitalität, bitte. Vitalität? Ja, die können wir beide brauchen, ja, glaube ich. Auf jeden Fall. Interessanterweise gibt es dann nicht nur dieses Ambiente hier, sondern über die Klimaanlage werden noch Düfte eingespielt. Oh, da ist auch noch eine Popo-Massage dazu. Aber inzwischen ist unser Kameramann fertig. Ich klatsche es mal in die Hände und dann geht's weiter. Ja, wenn man die starke Rekuperation einstellt, Burgi hat es vorhin schon gesagt, ist ganz lustig, dann flüchtet das Bremspedal sozusagen vor dem Fahrer und zieht sich so ein kleines bisschen zurück. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ansonsten fahrdynamisch, ja, sind schon ordentliche Kurventempi möglich, das steht völlig außer Frage.
aber orientiert sich doch eher an der S-Klasse als am Taycan, muss man sagen. Er kaschiert das Gewicht halt nicht so wie der Taycan, obwohl er ähnlich viel Gewicht hat an der Hüfte. 2480 Kilo wiegt unser heckgetriebenes Modell hier. Genau, und der Allradler wiegt sogar 2585 Kilo. Alles in allem doch extrem komfortabel abgestimmt. Die Lenkung ist schon einigermaßen direkt, wenn auch nicht ganz auf Taycan-Niveau. Das Feedback und die Präzision vom Taycan hat sie nicht. Also fahrdynamisch definitiv mehr S-Klasse als Taycan. Die Qualität im Innenraum ist jetzt nicht ganz S-Klasse, muss ich sagen, die Materialqualität. Einige Teile hier sind doch überraschend hart. Ja, und das, obwohl sie eigentlich so aussehen, als wären sie geschäumt. Und auf der Seite ist das Material auch geschäumt, das ganz ähnlich aussieht, aber hier in der Mitte wird es dann plötzlich relativ hart. Ja, auch diese Lüftungsdüsen da, die nach Metall ausschauen, die sind ziemlich einfacher Kunststoff. Ja, und auch nicht gut montiert. Wackel mal ein bisschen dran. Und wenn wir schon davon reden, dann muss man auch dazu sagen, dieses Auto hier im Speziellen, das ist noch sehr frühe Serie, aber hat ein bisschen ein Thema mit den Fensterhebern. Die Fenster lassen sich nämlich ziemlich weit runter. Das sind rahmenlose Scheiben. Wenn man die Türen aufmacht, und wenn man sie wieder zumacht und zusperrt, dann bleiben die Fenster oft unten. Also das ist nicht ganz so angenehm. Ich habe da ein ziemlich kühles Auto hinterlassen, weil die Fenster einfach offen geblieben sind. Gott sei Dank hat es nicht geregnet oder geschneit. Okay, und das alles in einem Auto, das ja insgesamt über 150.000 Euro kostet. Was sind denn so die teuersten Aufpreisposten, die wir hier an Bord haben? Der Hyperscreen, der kostet eben 9.000 Euro Aufpreis. Ja. Dann kann man sich noch ein Premium-Paket nehmen, so wie wir hier. Das hat zum Beispiel drinnen das Head-Up-Display und das Parkpaket. Das Head-Up-Display soll übrigens einem 77 Zoll-Screen entsprechen. Was man sich natürlich an Aufpreisposten noch leisten kann, was wir hier nicht haben, sind die automatisch öffnenden Türen. Das kann er mit allen vier Türen machen, der Mercedes. Und wenn man ganz besonders cool sein will, vor der Schule, beim Abholen der Kids, kann man mit Hey Mercedes auch die hinteren Türen öffnen. Aufpreisposten, wir haben auch dieses wunderschöne Burmester Soundsystem mit 15 Lautsprechern. Aber ich habe vorher jetzt ein bisschen geschimpft in der Materialqualität. Großen und Ganzen ist sie schon gut. Es sind ein paar Teile, die da aus dem Rahmen fallen, aber ist schon hochklassig. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Aber wenn man schon so viele Rekorde für sich beansprucht, dann muss wirklich auch jedes Detail passen, finde ich. Das war jetzt eine tolle Überleitung, weil wir haben einen Rekord ja noch gar nicht erwähnt. Na gut, weil doch kein Rekord mehr ist. Das Auto kann immer mit 200 kW laden. Wechselstromlader sind immerhin noch 22 kW möglich. Also auch da befindet sich das Auto zumindest am oberen Ende der Skala, würde ich sagen. Und damit man eine Vorstellung hat, was 200 kW bedeutet, in 15 Minuten kann man 300 km Reichweite tanken. Und in 31 Minuten von 10% auf 80%. Allerdings habe ich gelesen, ein Kollege hat es ausprobiert und da waren maximal 173 kW drinnen. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist so assistenzsystemmäßig, hat er natürlich alles an Bord, was es gibt. Kann auch rein autonom bis 60 km/h fahren. Ermöglicht dir das Ganze übrigens mit 350 Sensoren insgesamt, die maximal verbaut sind. Da fragt man sich halt so ein kleines bisschen, wie lange dauert es, bis einer dieser Sensoren kaputt wird. So, aber jetzt wird es Zeit für unser Weihnachtsgepäck. Weihnachtsgepäck. Ja, herrlich. Windbäckerei im wahrsten Sinne des Wortes. Das Wetter hat sich nicht gebessert in der Zwischenzeit. Hat sich unsere Laune aufgrund des Mercedes EQS 450 Plus gebessert? Naja, komfortabel ist er schon, Dodo. Also von daher macht er schon viel Laune. Ich finde, das ist das perfekte Langstrecken-Elektroauto. Unfassbar komfortabel. Die Reichweite mit 780 km vielleicht ein bisschen üppig angegeben, aber auch in der Praxis kommt man damit richtig weit. Und innen Luxus pur. Ein paar kleine Patzer gibt es bei den Materialien, aber insgesamt schon recht gelungen. 4,5 von diesen Windrädern hier würde ich ihm schon noch geben. Ja, das gibt es auch von mir. Eben kleine Abstriche, eben, weil es nicht ganz so komfortabel wie die S-Klasse ist hinten vielleicht. Aber dafür hat er ein cooles Feature mit dem Hyperscreen. Das funktioniert wirklich gut, sieht gut aus, kostet halt ein bisschen viel. Und dafür gibt es auch noch einen kleinen Abzug von meiner Seite. Die Aufpreisliste, die ist ewig lang und sehr unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Sonst sehr hohes Niveau, 4,5 Windringe. Und bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls Sie uns noch weiter frieren sehen wollen. Ja, genau. Und auf Instagram gibt es uns natürlich auch, auf cars.and.cakes.
Freut uns, wenn Sie wieder zuschauen. Und auf Krone TV. Auf jeden Fall reinschauen. Und ich sage schon mal danke. Und bis zum nächsten Mal.